Was geht, Jeremy hier? Welcome back, Boys, zu Pull Full Body. Also eigentlich ist es mehr ein Upper Day mit einer einzigen Leg Curl Variation am Ende noch zwei Sätze, soweit ich das richtig im Kopf habe. Aber trotzdem Pull Full Body ist das Ganze. Und für die Energie gibt es einen Craig Energy. Digga, das hat sich so gereimt, ich bin so cool. Nee, aber for real, im Moment, ja, ist mit der Energie nicht top, aber was will man machen? Das ist halt einfach in der Diät so, dass da die Energie weggeht, weil die Kohlenhydrate immer geringer werden, das Cardio, also die Schritte und alles hochgehen, weil wir wollen Fett verlieren, da ist es irgendwie klar. Am Protein zu sparen würde keinen Sinn machen und zu wenig Fett zu sich zu nehmen, würde einen komplett ficken, hormonmäßig gesehen, also hormonal. Nimmt das einen komplett auseinander, daher würde ich niemandem empfehlen, unter 50 Gramm Fett am Tag zu gehen. Außer ihr habt Bock, euch wirklich zu ficken und euer Testosteron wirklich auseinanderzunehmen. Oder ihr seid auf Stoff, dann ist nochmal was anderes. Damit kenne ich mich aber nicht so aus, habe mich damit nicht so befasst, weil ich da auch in nächster Zeit nicht vorhabe, das, wie man so schön sagt, aufs nächste Level zu bringen. Aber Crank Energy gibt es jetzt trotzdem. Und Crankon Pro auch, weil Energie ist cool, toll und schön und langsam auch wirklich notwendig. Aber am Pump, es wird ja gesagt, das ist so ein Luxusding, Pump. Aber Alter, ich finde, Pump ist essentiell. Ne? Also ohne Pump würde mich das Training noch mehr anscheißen, als mich eh schon oft anscheißt. Das muss ich auch, bin ich auch mal ganz ehrlich. Seit wir jetzt in der Prep sind, habe ich viel weniger Bock aufs Training und auch vor dem Training irgendwie so, dicker Scheiß, ich muss jetzt ins Training und nicht mehr so, ah geil, jetzt steht Training an, ist mehr so. Ja, muss auch noch gemacht werden. Im Training wird es dann zwar oftmals besser und ich denke mir so, Alter, Training ist jetzt geil, macht Spaß, ist cool, aber so davor hatte ich schon ewig nicht mehr, aber jetzt irgendwie die letzten viele Trainings hatte ich eigentlich davor nie Bock aufs Training. War nie so zu Hause, Alter, jetzt ins Training, let's go, sondern eher so, ja, Training, geil. Aber naja, wer was will, was die meisten nicht haben, muss was tun, was die meisten nicht bereit sind zu tun. Und ja, wir sind bereit, die ganze Scheiße in Kauf zu nehmen, die ganze Scheiße durchzuziehen und darum werden wir auch absolut unglaublich gut aussehen auf der Bühne. Also, Prost! Ich kann euch nicht empfehlen, so Dry Scoop mit Energy, Alter. Das ist keine gute Idee. Ich habe nur fast kein Wasser mehr. Aber trotzdem mit Energy ist keine gute Idee. Aber Scoop 2. Crank One Pro ist drin. Crank Energy sind wir jetzt noch am snacken. Snacken wir vielleicht auch durchs Training ein bisschen durch. Nehmen wir, glaube ich, sogar hoch. Ja. Und ihr seht hier, habe ich direkt meinen Laptop mit. Einmal, weil ich das Ganze noch schneiden muss. Nachher geht es dann noch wohin? Um genau zu sein, zu meinem Großpapa, Opa, wie auch immer. Aber das Video muss hier trotzdem geschnitten werden, daher wird es auf der Fahrt geschnitten, weil die Dinger schneiden sich nicht von selbst. Naja, aber egal, ich glaube, wir haben alles. Brauchen wir noch irgendwas? Da war ich nicht. Aber ich glaube, wir brauchen nichts mehr. Und wir können jetzt ins Training gehen. Yeah.
Okay, das war gut. Oh, Alter. Also wir haben hier als ersten Satz mit Back Rows gemacht für den mittleren Rücken. Wie ihr gesehen habt, haben wir schön in die Mitte reingezogen, nicht nah, was für Latt wäre. Das war gut. Ich habe keine Kopfhörer an, weil, ja. Aber als ich mein letztes Video gesehen habe, oder das vorletzte, ja, ihr wisst, ich bin ein bisschen unfähig. Die sind leer. Also ich bin irgendwie zu dumm, sie zu Hause zu laden. Ich verpenne sie immer, weil ich lade sie immer im Gym so ein bisschen. Und dann reichen sie für den Großteil des Trainings und dann für nächstes Training sind sie leer und dann mache ich wieder die erste Übung ohne Kopfhörer, Digga. Das ist so dumm eigentlich. Egal, vielleicht kriege ich es heute mal hin, Kopfhörer zu laden. Wahrscheinlich nicht. Alter, jetzt mal ungelogen. Ich liebe High Rows. High Rows sind so eine gute Übung. Das ist wirklich, wirklich crazy. Die Dinger sind richtig geil. Wenn man die richtig macht, also was ihr worauf ihr hier achten müsst, ist, dass ihr nicht irgendwie so drin liegt, sondern dass ihr wie eine Brust nach außen, sind sogar hier, und dann so rollt, dass ihr nicht irgendwie gefühlt einen Lat-Pulldown oder so macht, sondern wirklich in den mittleren Rücken schön das Ding reinzieht. Und das ist wirklich geil. Das ist, glaube ich, nein, ist nicht nur glaube ich, das ist zu 100% meine Lieblingsrückenübung. Den mittleren Rücken. Latziehen habe ich auch gern, beziehungsweise eine Maschine da drüben. Aber für mittleren Rücken ist Rücken, also egal, für mittleren Rücken ist das auf jeden Fall die geilste Maschine. Ungelogen. Überzüge, ich glaube, der ist offensichtlich, ja, das sind natürlich Überzüge. Was wir hier aber ausprobiert haben, ist mal einen neuen Griff, und zwar nicht eine komplett gerade Stange, sondern so eine schräge Stange. Nicht den engeren Griff, weil so kommt man nicht richtig ran, sondern den weiteren, aber trotzdem so angebeugt, und das hat sich sehr gut angefühlt. Also wenn wir das weiterhin so machen, das ist auf jeden Fall geil, Alter. Ich liebe diese Übung, vor allem für einen Lat, für die Mind Muscle Collection, damit ihr sowas machen könnt zum Beispiel. Ich zeige es ja nochmal von hinten, sowas. Ist ja sehr praktisch, weil damit kann man den Lat gut ansteuern. Und das ist auch noch ein wichtiger Punkt, den ich auch nochmals, ich habe den Punkt schon öfters erwähnt, aber ich will den nochmals erwähnen, weil der wirklich wichtig ist. Training ist nicht nur hart trainieren, richtig ballern, alles raushauen, was gibt, so viel Gewicht, so viele Wiederholungen, wie nur möglich sind. Das ist es, ja. Aber es ist auch Muskelgefühl, Mind Muscle Connection, den Squeeze. Einfach wenig Gewicht nehmen und in den Muskel reinziehen, dass ihr das so richtig spürt, damit ihr sowas machen könnt, damit ihr eure Titten wackeln könnt. Ich weiß zwar nicht, ob man das jetzt in dem T-Shirt sieht, aber dass ihr diese, dass ihr eure Muskeln auch ansteuern könnt, spürt und richtig versteht. Und wenn ich so nach vorne gehe, diesen
Muskel richtig schön kontragieren kann. Das wird euch auch extrem helfen beim Muskelaufbau, weil wenn ihr das beherrscht, baut ihr direkt besser Muskeln auf, baut ihr direkt mehr Muskeln auf. Und jeder, der sagt, dass das nicht stimmt, hat keine Ahnung. Könnt jeden Profi sagen, viel Gewicht ist gut, viel Gewicht ist schön. Aber in Kombination mit der Mind Muscle Connection ist es 10-mal so gut, 10-mal so wertvoll. Ja, also es ist sinnvoll, es ist gut für Muskelaufbau, wenn ihr eure Titten wackeln könnt. Und das stimmt wirklich, ist nicht nur ein dummer Joke. Okay. Oh, Alter, das ist so geil. Ich liebe diese Übung. Wir machen einfach aus Prinzip einen. Digga. Bruder. Das ist ja absolut geisteskrank. Meine Fresse, Alter. Und hier nochmal einen kleinen Tipp für die Mind Muscle Connection. Ihr könnt auch ihr zum Beispiel einfach, keine Ahnung, 10 Kilo nehmen oder so. Und dann am Ende vom Training 8 Sätze machen. Wir haben ja nur probiert. Also kein. Damit werdet ihr auch keine Muskel aufbauen, sondern einfach nur trainieren, im Muskel reinzudrücken. Ich würde nicht empfehlen, mit einer Stange frei ohne Gewicht, weil dann müsst ihr wie nach oben drücken, weil es halt die Stange ein Gewicht hier hat. Dann könnt ihr, darum ist es viel sinnvoller, wenn ihr jetzt zum Beispiel einfach sagt, Bruder, Digga, das Ding hätte mich gerade fast erschlagen. Krass, Alter, was ein Scheiß. Naja, okay. Dass ihr hier, weil das ist genau, was ich meine, das Ding ist dann eben so schwerer. Dass ihr dann hier einfach praktisch kein Gewicht nehmt und dann einfach reinzieht und probiert, den Rücken so zu treffen mit einem Gewicht, das ist wirklich nicht anstrengend, das ist nicht mal ansatzweise. Und so könnt ihr das lernen. Ich würde es euch wirklich empfehlen, nehmt euch nach jedem Rückentraining 15 Minuten und macht es einfach nur. Egal, wenn euch irgendwelche Leute dumm anschauen, scheiß drauf. Ihr wollt breit werden, die anderen können ihre Fresse halten, Digga. Weiter geht's. Okay. Alter. Okay. Alter. Krank, Digga, krank. Das ist eine Übung, die habe ich, um ehrlich zu sein, noch nie gemacht. Bin ich euch ganz ehrlich. Aber die fühlt sich krank an. Ich weiß auch noch nicht, ob ich mit der Form so ganz optimal bin, weil wie gesagt, habe ich die Übung noch nie gemacht. Aber Alter, das ist crazy. Das ist einfach nur hier hinten sind wir noch im Latt drin. Also habe ich unglaublich gut gespürt. Habe ich unglaublich gut gespürt, wirklich. Leute, ich habe sogar technisch, glaube ich, wirklich einen Fehler gemacht. Ich war zu weit vorne. Die Übung macht man ein bisschen weiter hinten sogar auch noch. Wenn ich die jetzt noch besser im Latt spüre, Alter, dann ist das ein absoluter Cheatcode, Digga. Bin ich euch ganz ehrlich. Weil die Übung geht eigentlich, so müssten wir die machen. Mal gucken, ob wir jetzt diesmal hinkriegen. Alter! Ah.
Okay, Digga, das war ja geisteskrank. Meine Fresse. Machen wir gleich noch für die andere Seite. Boah, also Leute, ungelogen, die Übung ist wirklich crazy. Alter, was wir halt hier machen, wir sind komplett gedienten Position, also komplett hinten, und dann haben wir zwar keine große Bewegungs-, zwar keinen großen Bewegungsradius, aber was dieser Bewegungsradius macht, ist krank, Alter. Wow, bin sehr überrascht. Sehr überrascht. Ich habe den Plan gesehen und gedacht, was ist das, okay? Interessant, aber Bruder, das ist crazy. Das ist crazy. Hier haben wir aber auch nur zwei Sätze. Das heißt, jetzt geht's schon weiter mit hinterer Schulter. Aber von Übung, Alter, ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal, die Übung zu machen. Ungelogen. Wirklich geil. Alter, Reverse Flight. Normalerweise, beziehungsweise die letzten Male haben wir die immer an der Maschine nebenan gemacht, die Nautilus. Ihr kennt sie, ihr wisst, welche die ist. Aber jetzt sind wir hier in der Live Fitness, beziehungsweise Live Fitness Hammer Strength. Hammer Strength wird von Live Fitness abgekauft. Die Maschinen sind eigentlich Hammer Strength Maschinen, die aber jetzt unter Live Fitness gebrandet sind. Komplett dieses Thema. Auf jeden Fall die Maschine hier haben sie jetzt heute mal gemacht. Und das war eigentlich erstaunlich gut. Weil wenn ich die Flies normal mache, also Flies für die Brust, dann tut man das immer in der Schulter. Also ich kann die nicht machen so. Aber so rum gehen die. Das einzige Problem ist halt der Bewegungsradius. Es geht nur bis hier und dann schlage ich halt an. Also ich kann, wenn ihr das überlegt, die Bewegung so machen, aber ich kann hier nicht so rein. Also dieser Teil hier fehlt mir. Ist halt ein bisschen beschissen, aber was willst du machen? Einen zweiten Satz, würde ich sagen. Genau, das machen wir jetzt auch. Fertig, Alter. Jetzt geht's weiter mit Bizeps. Overhead Curls. Überkopf Curls auch genannt. Wie auch immer. Einfach Curls, die wir nicht wie normalerweise eigentlich bei so gut wie, Digga, wie so gut wie bei jeder Maschine oder jeder Übung sind ja Curls hier unten, vielleicht hier vorne, vielleicht hier hinten, aber eigentlich nicht da oben.
hier schon. Das heißt, wir treffen den Bizeps wieder in einem anderen Winkel. Wir wollen ihn halt in möglichst vielen verschiedenen Winkeln treffen. Deswegen machen wir das Ganze. Beziehungsweise, es steht auf dem Plan. Das heißt, wir machen es. Also eigentlich ist es nicht so kompliziert. Aber das ist der Grund, wieso es im Plan drin steht. Tja. Tja. Okay, Alter. Also ja, hier machen wir 3 Sätze. Das ist der letzte, also all in, Digga. Alter, das sind nur noch 7 gegangen, Digga. Krass. Aber war gut. War gut. Ist mal was anderes, ist mal was Neues. Gefällt mir. Jetzt geht's weiter mit der letzten Übung für Bizeps. Danach haben wir noch Curls für die Beine. Aber jetzt haben wir noch. Jetzt haben wir noch Behind the Back. Nicht Cable Curls, sondern Kurzhantel Curls. An der Schrägbank. Digga, okay, krass. Fuck. Alter, ich hab gedacht, wir sind hier ein bisschen stärker, bin ich euch ganz ehrlich. Wir haben nämlich jetzt mit 16 Kilo nur 5 Reps hingekriegt. Ich habe eigentlich 7 geplant. Alter. Also hat natürlich mehrere Faktoren. Erstens ist es offensichtlich schwerer, wenn man so stabilisiert ist und nicht wie ein bisschen schwingen kann wie bei normalen Curls. Und wir haben jetzt, das ist nicht die erste Bizepsübung, aber trotzdem hätte ich mir mehr gerechnet. Es tut weh jetzt für den zweiten Satz mit dem Gewicht runter zu gehen, aber wir haben keine andere Wahl. Okay, fuck, Alter. Wenigstens mal Rapsauce vor. Am Schluss noch Hamstrings, Digga. Was ist das für eine Scheiße? Oh, Alter. Aber das hat gut reingehauen. Ihr seht es aber hier auch.
beim Leg Day machen wir die nach vorne, also machen wir eine andere Variation von dem, wo wir den Muskel auf einer anderen Position somit treffen. Und ja, es macht schon wirklich einen Positionsunterschied, ob man so curlt oder ob man so curlt, weil es einfach die Dehnung komplett verändert. Aber ja, da haben wir jetzt noch zwei Sätze, die ballern wir und dann gucken wir uns kurz den Pump an. Aber Leute, wir müssen uns ein bisschen stressen, weil nach dem Training gehe ich direkt zu meinem Opa, Großpapa, und meine Mama wartet schon vor dem Gym. Die ist ganz böse auf mich, wenn ich jetzt noch länger habe, Alter. Ich bin schon zu spät. Scheiße. Jetzt ins Posing, Dicker. Alter, ich muss mich wirklich stressen, sonst werde ich noch geschlagen. Der. Hier sind wir. Pumpcheck, ey, Digga, hier haben wir kein Licht. Wir müssen ein bisschen rübergehen. Weil ohne Licht, Leute, ist bodenlos. Also, so. Hier sind wir. Let's spread. Digga, was ist los? Das ist ja absolut crazy. Zum Ungelogen, das ist krank. Aber auch der Bizeps, geht euch das mal. Beine gucken wir nicht an, scheiß drauf. Aber, Alter, Backlat. Oh. Fühlt sich auf jeden Fall geisteskrank gut an. Aber wird noch eine Grundstellung, weil Grundstellung sieht halt krass aus mit dem Blattpump. Alter, das ist krank. Ich würde gerne noch ein bisschen mit euch quatschen, ein bisschen Talk halten, aber Junge, ich muss mich verpissen. Meine Mama wartet. Und ich lasse meine Mama extrem ungern warten. Also, ich will keine Schläge bekommen, das ist die Wahrheit. Nee, also, egal. Wir sehen uns übermorgen, weil morgen ist Rest Day. Das heißt, wir sehen uns übermorgen. Alter, diese Pose ist so krank. Alter, dieser Latt. Es brennt, es tut schon fast weh, das Ding anzuspannen. Der ist so krank. Aber an dieser Stelle würde ich sagen, ich muss mich verpissen. Haut rein. Peace out.